So, hallo, einen schönen guten Abend allerseits an all jene, die entschlossen haben, heute zuzuschalten. Wir haben heute ein Match in der Division 5 zwischen den Legend of Splatoons und Star Squad. Und ich bin nicht nur alleine hier, sondern wir haben noch jemand anderen hier dabei und das ist der Werte. Und hi. So, wir haben hier jetzt, wie gesagt, die The Legend of Splatoon werden jetzt ab sofort übrigens einfach nur als LOS bezeichnet, weil die ganze Zeit den vollen Namen zusammen ist. Bisschen ein Mouthful, also verzeiht mir, dass es jetzt ein bisschen abgekürzt wird in Zukunft. Jedenfalls sind diese derzeit zusammen mit zwei anderen Teams an der Spitze ihrer Division, während Star Squad relativ mittig liegt. Jedenfalls haben jetzt aufgrund der 2 Wochen, die vorher liefen, einen Sieg und eine Niederlage und Legend of Splatoon, LOS, Entschuldigung, jetzt erstmal 2 Siege. Was an und für sich jetzt noch nicht so viel bedeutet, wenn man bedenkt, dass da noch eine Menge kommt. Jedoch liegen die Aussichten dann dementsprechend vielleicht, na, das werden wir ja sehen. Also, es ist ja noch oben offen. Da hast du recht. So. So, Runde 1 wird jedenfalls Herrschaft beim Korallenviertel gespielt werden. Die beiden Teams machen sich derzeit wohl noch fertig. Genau. So, Nolle, wie findest du eigentlich die Map-Modi-Kombination, wenn ich fragen darf? An und für sich halte ich von Map-Mode-Kombinationen generell nicht unbedingt viel. Jetzt nicht im Sinne von, dass ich es blöd finde, sondern einfach nur, weil sie haben für mich relativ wenig Bedeutung. Mich kann man sowas leider schlecht fragen. Ach Was so, okay. vermutlich eventuell meiner Waffenwahl liegt, jeder, die es wissen, ich mache nur Pinsel, also das ist mir meistens wurscht. So, aber Alles genug klar. davon, die Runde startet. Und wir haben einen Wandschwapper hier schon mal. Interessant. Das stimmt, sehr interessant. Jedoch wird diese Map eigentlich gar nicht so schlecht, da du mit dem Block wirklich einfach über die Bridge komplett rüberblocken kannst. Generell die Wände, die Brücke. Es ist halt ein typischer Schwapper, nur halt ganzen um die Ecke gehopse. Das macht die Waffe ja so interessant. Ja. Kannst hier ganz viel geometrisch denken, wenn man denkt, dass es hier bei Herrschaft gerade unten ein bisschen windig ist. Wir haben auch ein bisschen Chaos. Von den Star Squids sind ein Haufen Leute draufgegangen und LOS holt sich somit erstmal die Zonen. Aber erst nachdem Star Squid scheinbar schon mal auf 88 statt, was nicht unbedingt so viel bringt, denn die Führung geht jetzt auch schon wieder an LOS. Ja. Ja, wir sehen können, hält Star Squad zurzeit noch die Zone. Oder er hat sie ge wieder gecapped, so gesehen. Und ja, jetzt liegt es natürlich in ihrer Hand, Lust Squad, also Leitner aus Splatoons, zurückzuhalten und nicht reinkommen zu lassen. Was bis jetzt ja auch ganz gut funktioniert. Ja, wir haben jetzt gerade nochmal einen Push versucht, der erfolgreich aufgehalten worden ist von Star Squad. Die Frage ist, ob das. Nein, da hat sich Alois kurz nochmal die Zone geholt. Aber für Alles den gut. Bruchteil, der Bruchteil hat, glaube ich, gereicht. Das ist absolut schlecht gedacht. Das ist natürlich ein bisschen blöd für dich, aber ja, zurzeit hält Star Squad hier noch sehr gut die Zone und bekommt auch die Picks so. Es sind zwar nicht viele Picks, die fallen, aber die wichtigen Picks, so dass sie nicht reindrücken können, also Legend of Splatoon. Ja, und in erster Linie braucht man auch eigentlich keine wirklichen Picks. Man muss die Gegner nur dazu zwingen, sich zurückzuziehen permanent. Es sei denn, sie kommen natürlich Rambo-mäßig rein. Dann musst du sie natürlich dafür bestrafen. Und das ist richtig. Aber zurzeit dominiert Star Squad hier tatsächlich. Und hält Legend of Splatoon wirklich komplett zurück, was sie sehr stark machen. Ja, ich scheine gerade nicht großartig Fuß fassen zu können. Wir kriegen gerade eine Boja-Bombe. Heute sich nicht entscheiden, wohin hat es jetzt auf die Brücke oben drauf geworfen. Und da kommt der Ups! Vom Hammer zerquetscht worden, der arme Typ. Und da Ja. ist die Runde auch schon vorbei. Und somit geht der erste Punkt an Star Squad. Genau. War ein recht schnelles Match. Souverän runtergespielt. Am Anfang vielleicht ein bisschen holprig, ein bisschen gestolpert, aber letzten Endes den Truthahn in die Küche getragen. Ja, mal sehen, ob sie den Truthahn auch bei sich behalten können. Das sollten sie aber auch, weil ich meine, der Ofen ist schon vorgeheizt. Aber wer weiß, vielleicht wird Legend of Splatoon den Truthahn einfach klauen. Wer weiß. Der Ja, Abend das kann sind noch ja lang gehen. die legendären Truthahn-Diebe, weshalb jeder immer sein Haus plötzlich mit Stacheldraht umzäunen muss, damit die nicht reinkommen.
Ach. Gut, Runde 1 abgehakt. Runde 2 wird dann also sobald folgen, wenn die Teams sich wieder einig sind, was sie denn überhaupt in die Schlacht nehmen wollen. Diese wird dann auf Operation Goldfisch auf dem Punkassius Skatepark stattfinden. Das ist ja, richtig. Denken wir mal drüber nach. Wie genau funktioniert die? Wir haben die Kanone in der Mitte auf einem klitzekleinen Podest. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, da einfach nur blind drauf zu feuern auf den Rainmaker. Dementsprechend sollten Sachen mit großer Reichweite da auch wieder wie immer ihre Vorteile ausspielen können. Wir hatten vorhin das Splatling, also der dürfte da doch leichtes Spiel haben, da doch irgendwie ein bisschen zu nerven. Das ist natürlich richtig, aber vielleicht sehen wir auch eine komplett andere Kombination von den Waffen her. Das kann natürlich immer sein, dass sie plötzlich komplett umkrempeln und sagen, wir nehmen jetzt einfach 4 Bambosa. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass die Leute das tun sollen, aber man weiß ja nie, was passiert. Das ist wohl klar. Ja, die beiden Teams sind noch am Besprechen anscheinend, wie sie genau vorgehen. Und ja, in der Zwischenzeit warten wir mal. Aber wie ist überhaupt die Vorhersage gewesen? Das kann man ja auch mal erwähnen, theoretisch. Wir haben die jetzt abgestimmt. Tatsächlich sehr ausgeglichen von den Prozentzahlen her. 51% für Legend of Splatoon und 49% für Star Squad. Okay, also es scheint keine Favoriten bei den Fans zu geben. Oder es ist zumindest, dass keiner genau weiß, was los ist. Das kann natürlich auch sein. Gut, Operation Goldfisch. Pocassio Skatepark. Wir haben einen Dünerroller jetzt. Interessant. Mit einem Düner hätte ich tatsächlich nicht gerechnet, aber... Ja, das ist die Rage-Option mit dem Platscher, ist klar. Und ansonsten, auch das jetzt bei Star Squad jetzt auch mal... Das, was die meiste Reichweite hat, arguably, ist jetzt vielleicht Blob-Blobber. Ja. Ansonsten haben sie nur noch keine großen Rage-Optionen. Jetzt genau wie in der ersten Runde. Upsala, da hat er sich wieder geopfert, um noch Raketen zu feuern. Mhm. Star Squad hat den Rainmaker. Und pusht auch vorwärts. Langsam nach vorne. Ich weiß nicht, wie weit er kommt. Der hat schon noch unter 50 gepusht. Da kommt die Stingray von dem Dünerroller. Und er schafft nicht auszureichen. Und das ist der Wipe. Einmal komplett das ganze Team weggedüst. Ja, es ist natürlich von Legend of Splatoon die Chance, nach vorne zu gehen, die Map ein bisschen zu painten und vielleicht sogar einen Gegenpush zu starten. So, mit den Raketen erstmal ein bisschen Druck aufbauen, während der Rest vom Team hier Stress macht. Da kommen die Gegenraketen und. Sind auch der 3 schon down. Disperser hat das Chaos genutzt, um das ganze Team zu löschen. Nur noch der Platscher steht und wird aus dem Spiel genommen. Die anderen respawnen jetzt. Mal sehen, wie weit er kommt. Rainmaker kommt darauf unter 47. Ja, push noch weiter. Und 28. Wird aufgehalten bei der 28. Sieht gerade nicht sehr prickelnd aus. Es geht weiter. Es geht einfach weiter. Und da oben ein Set runtergegangen. Ja, der hat sich da einfach reingeschlichen. Ja, so ist das halt im Rainmaker, ne? Der hat sich einfach eine Scheibe von Twitch abgeschnitten. Nicht dem Kanal, sondern der Ratte, meine ich. Ach. Gut, ja. Lass dir das Ding jetzt da sitzen, in der Hoffnung, dass jetzt nicht schon wieder irgendjemand Unsichtbares angeschlichen kommt. Es ist gerade sowieso keiner da, also. Und sollte lass das funktionieren. Und da kehrt er zurück in die Mitte. Genau. Ja, auf jeden Fall. Wir haben hier auf jeden Fall schon einen sehr, sehr starken Push gesehen von Star Squad. Und es sieht so aus, als würden sie es gleich wieder einen Push versuchen wollen. Aber hier das Stingray von Lin. Und ja, bekommt sogar den Raymaker. Das ist ja auch das Mindeste, wenn man schon seinen Stingray benutzt, dann sollte man auch dementsprechend den Rainmaker erwischen, ansonsten war das stark verschwendet. So, jetzt hat sich auch den Rainmaker direkt gekrallt. Die Frage ist, wie weit sie kommen. Also ein paar Raketen, aber stören tun sie wohl nicht. Da ist das ganze Team. Der Rainmaker hat die Chance nicht großartig genutzt, oder zumindest nicht nutzen können, die von der Ablenkung kam. Und, da hat man schön gesehen, Blobblobber. Wirft einfach über die Wände und trifft damit irgendwas. Ja, also ich glaube, das haben viel Reichweite, wenn man sie weit, wenn man sie einfach gerade aufpassen lässt. Los, ne? Das stimmt. Ja, der Dünner kann auch gut verteidigen, aber wurde hier letztens leider gepickt und es geht weiter.
Der Push-Versuch unterbrochen vom Platscher, hat seinen Stingray wieder fertig und feuert wieder wie wild auf die Gegner. Hat den Rainmaker wieder auch einmal kräftig frittiert. Ja, aber es scheint so, wenn man das Fleisch vernünftig von den Knochen lösen will, braucht man nichts weiter als einen Hochdrucklaser. Es scheint so, als würde Legend of Splatoon gerade nicht so ganz reinkommen. Ja, kam keine allzu starken Push-Versuche. Richard vom Teufel und schon fast das gesamte Team von Star Squad ausgelöscht. Das da ist ihre Chance, langsam die anderen respawnen jetzt erst. Mal sehen, ob wir jetzt noch aufhalten können. Ich muss auf unter 6 pushen, was prinzipiell heißt, ihr müsst jetzt mit dem Rest hochklettern. Das ist natürlich. Was quasi K.O. ist sowieso. Also müssten sie jetzt quasi ein K.O. hinkriegen. Na? Und sie wurden aufgehalten. Also man muss sagen, auch von Star Squad steht hier die Verteidigung echt gut. So, sie pushen gut, sie verteidigen gut, also sie machen Legend of Splatoon echt schwer. Ja, haben sie sich jetzt doch wieder den Rainmaker gekrallt. Noch eine Minute ist zu spielen. Solange sie das jetzt halten können, gewinnen wir das. Jetzt kommt jetzt wieder eine Stingray. Ist jedenfalls gerade der Platscher zurückgesprungen. Nein, ist noch nicht fertig. Auch noch ein paar Punkte. Aber hier in der Mitte ein klein wenig Chaos. Mal sehen, ob der Flank hier was bewirken kann. Vermutlich wurde er schon called von seinem Team. Und da kommt, oh ja, die Doppelaktion, die Buja, die Ray. Da gab es keine Ausweglichkeit. Und den Splashdown-Nutzer aus dem Weg geräumt auch noch. So, sie haben jetzt noch 18 Sekunden, um den Rainmaker irgendwie in den Podest zu bringen. Strecke ist weit und Gegenwehr stark. Da wurde er mit Raymaker auch schon wieder gepickt. Das heißt, sie müssen jetzt den Raymaker poppen und sofort nehmen, weil sonst haben sie keine Zeit mehr für die Raymaker. Jetzt werden sie jetzt Stück für Stück auseinandergenommen. Sie stellen sich da so ein bisschen wie auf den Präsentierteller, aber den Raymaker haben sie noch gekriegt. Verlängerung startet so nicht. Letzter Push-Versuch. Mal sehen, ob sie das hinkriegen. Wenn ich das richtig sehe, hat Star Squad keine Stingray, aber eine Booyah-Bombe hat sie versucht. Ich kann nicht sagen. Der Raymaker gerade noch allein vorne und hat. Dann kommt der Rest. Oh! Ja. Aus dem Weg geräumt worden. Ja, gut. Dann haben sie den einen harten Push, der letzten Endes auf die 6 runtergegangen ist. Wobei die 28 hätte auch gereicht, aber. Haben sie den jetzt in einen Sieg verwandeln können? Einmal runtergespielt. 2-0 jetzt also schon für Star Squad. No. Ich bin an den Sieg. Die Pute ist mit Wein begossen worden. Die nächsten paar Schritte kommen noch. Ja, wer weiß, wie weit sie kommen. Vielleicht schlägt es Legend of Splatoon auch noch zurück. Ist immer eine Möglichkeit. Sie haben schon 2 Siege im Schlepptau. Das ist gut möglich, dass sie daraus dann noch einen dritten machen werden. Oder Star Squad holt sich jetzt seinen zweiten. Wir sind ja noch am Anfang, da ist ja noch lange nichts gegessen. Das ist richtig. So, die nächste Map-Modi-Kombination ist Muschelchaos auf Grätenkanal. Ich glaube, da können wir auch etwas nass werden. Mal sehen, ob der Splash-Counter dieses Mal ein bisschen hochgehen wird. Ja, mal sehen, ne? Aber gibt es den Splash-Counter überhaupt noch? Soweit ich das weiß, ja. Ja? Ich kann mich natürlich irren. Ah, den gibt es noch. So, da muss man wohl aufpassen, wer hier jetzt gerade ein Fußbad macht, ein unfreiwilliges. Da müssen wir mal gut mitzählen. Gut, überlegen wir mal. Muschelchaos, Grätenkanal. Der Korb steht dann quasi direkt unterm Spawn. Der Weg dorthin ist zwar geradlinig, aber dennoch beschwerlich aufgrund der Sniper-Sidelines, die es dadurch gibt. Naja, man hat ja mehrere Möglichkeiten reinzupushen. Man hat einmal. Ja, gut, man kann übers Wasser springen, um dort einmal planschen zu gehen oder man nimmt die Kletterroute. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Mal sehen, welche ganzen Push-Versuche wir hier erleben werden. Mhm. Die Teams sind noch unentschlossen, was sie genau jetzt eigentlich nutzen werden. Vielleicht noch ein paar letzte Absprachen, wer wo lang geht. Einer muss noch seine Banane aufessen. Naja, die Zeit ist nicht mehr für die beiden Teams, sich zu entscheiden. Der Counter läuft runter und ja, gleich wird das Match auch einfach beginnen. Einfach so? Einfach so, genau. Der Timer ist abgelaufen und es geht rein ins Match.
So, Runde 3, Muschelchaos, Gerätenkanal. Und der Zug fährt wie immer einmal lang. Was haben wir hier? Eine Splatling ist wieder da und der Platscher, beide Teams, dieses Mal hat Star Squad tatsächlich eine Ranged-Option genommen mit dem Platscher. Jetzt haben beide eine. Ansonsten hat sich die Aufstellung jetzt nicht so großartig geändert, glaube ich. Ich glaube, wir haben Doppel-Disperser, also das ist sinnvoll. War vorher nur einer. Gut, gucken wir mal, welches Team kriegt denn als erstes seine Superclam fertig? Denn wer es noch nicht weiß, und wer eine Superclam hat und da... Das kommt okay. Und sie pushen auch gleich. Oh, nee, die Clam ist drin. Sehr schön. Kleines Follow-up haben sie zumindest und sie werfen auch da. Und sie haben noch eine. Uff. Da geht, kommt der Hammer. Wir machen der Hammer regelt. Und die der Hammer weiter. Hat ein wenig aufgeräumt und wurde dann von der Buja-Bombe pulverisiert. Und ein starker erster Push auf 24. Aber wer weiß vielleicht. Hat noch unter. Oh, der Pistol. Oh, da geht einfach hoch. Nein, Mann, was geworden. Platsch. Vielleicht kann uns derjenige dann ja auch noch sagen, wie das Wasser so war. Wer weiß. Oh, gucken wir mal. Sie kommen gleich mit der nächsten Superclam. Wurde aber hier gepickt von der Splatling Ultra was. Und ja, jetzt sind es 30 Tote auf der Seite von Star Squad und Los hat theoretisch die Chance, nach vorne zu gehen, aber ihm fehlen einfach die Clamps. Ja, es gibt doch gerade nicht allzu viele rum. Ging es gerade irgendwie nicht möglich, Clamps zu sammeln. Ich meine, sie haben eine Sachs-Clam oben, so ist es nicht. Wenn die irgendjemand nimmt... Das ist natürlich richtig. Würden sich ihre Specials automatisch auffüllen, solange der Gegner keinen hat. Oh, wir haben hier einen Push-Versuch. Ne. Bereitet jemand schon mal bereits vor, das Sepia-Dukt aufgefüllt. Er hat 9, da bräuchte nur noch einen kleinen, liegt da rum. Und er macht es. Ja. Kommt bei Team jetzt hinterher. Stehen alle immer noch hinten. Die Frage ist, war das jetzt ein leerer Push? Es wirkt so. Es wirkt so, aber wer weiß, vielleicht. Nee, da, das war's. Quad kommt wohl. Nein, sie kommen nicht wirklich rein. Das heißt, sie haben. Gehen jetzt den LOS eine weitere beschwert. Beschwert? Schert. Schert, genau. Aber es ist ein bisschen schwer zu sehen gerade. Jo. Gut, aber sie kommen jetzt gerade noch nicht großartig rein. Zwei, der zweite Push, der jetzt nicht so ganz funktioniert hat. Und da kommt der dritte Push. Und es hat keiner da, um ihn aufzuhalten. Große Muschel rein. So, jetzt haben sie es wieder eingefunden an ihrem Tor. Mal sehen, ob sie das jetzt aufhalten können. Da kommen kleine Clams, eine noch, eine noch, eine noch. Und auf 11, 8. Da unten steht der letzte Mann von Star Squad. Kriegt er irgendwie noch drei Muscheln. Er hat nur eine. Der Rest wurde auch hier erledigt. Ihn. Aus dem Weg geräumt und das Tor ist wieder zu. Ja. Noch ein Ersatzclam, aber langsam müssen sie dann noch mal anfangen, hier zu pushen, wenn sie... Oh, da kommen jetzt die Bubbles. Sie haben einen Ersatzclam. Er hat nur eine kleine. Reicht das? Sie brauchen eine Big-Clam. Da ist die Super-Clam. Und da kriegt er so eine gute Bombe noch zur Unterstützung. So, damit geht endlich der erste Push los. Und weil der scheint auch etwas weit zu gehen. Ja, das ist gut koordiniert gerade. Das sind die meisten Leute von Star Squad weg. Die machen weiter Druck, indem sie noch ein paar Bomben hochknipsen. Aber damit ist der Push scheinbar aufgehalten. Und da endet der Push bei 38. Starker Push für den ersten. Das ist richtig, aber sie müssen natürlich noch nachlegen. Star Squad direkt zum nächsten an. Sie sind schon vor. Aber einer springt. Er springt. Der Superclam springt. Ah, hat leider und geworfen. Hat daneben geworfen. Das wird einer versucht mit Splashdown. Er kriegt das noch. Kommt da an ihn. Nein, tut er nicht. Wird aus dem Weg geräumt. Und damit ist das Tor wieder zu. Und eine weitere Ersatzclam für LOS. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr ausgeglichenes Match hier gerade so. Obwohl Star Squad wirklich sehr oft schon gepusht hat, haben sie es noch nicht geschafft zu KO. Prinzipiell der nächste Push entscheidet es quasi. Ich meine, wir haben 30 zu knapp 60 Punkten, aber 20 gehen schon alleine durch die Superclam drauf und jede kleine sind 3 Punkte. Also wenn sie dann so mit 8, 7 weiteren kommen, dann ist der Ding auch gleich weg. Das ist natürlich wahr. Hier Star Squad auch wieder mit 23 Clams und ja, wenn Los wird nicht aufpasst, dann sind sie gleich Geschichte. Und da kommt auch schon der nächste Push. Ja, mit dem Hammer kann man allerdings nichts werfen, jemand springt und er hat daneben geworfen, schon wieder! Nur eine Clam muss noch reingeworfen werden und alles ist ein Push auf 1. Ein Push auf 1.
Kapitulation, das ist der letzte Push versucht. Ein Supercare wurde fallen gelassen. Und hier muss kurz gerade ein Vibe. Big rein so. Und. Da kommen jetzt die kleinen Clamps. Die haben ein bisschen aufgeräumt. Das ist jetzt Chaos am Tor. Noch einer. Wer fällt als letztes? Und der letzte von Star Squad ist gefallen. Und der einen super LOS. Clamp. Und kriegt noch einen Superclamp rein. 14 und kriegt er. Oh, noch ein Kill. Und schafft das noch? Wer da weiß. Noch 4 Clamps. Schafft er das? Kriegt er die noch alle rein? 1, 2 und. Es ist ein KO. Ein sehr, sehr schönes Spiel hier von Legend of Splatoon. Sie haben sich wirklich gut zurückgekämpft, obwohl es größtenteils des Matches schlecht aussah für sie. Und der Push auf 1, die daneben geworfene Superclam, wurde den Stars kurz zu Verhängnis und LOS krallt sich den Sieg im letzten Push. War wohl ein bisschen holprig am Anfang, aber dann haben sie jetzt letzten Endes doch noch ihr Footing gefunden. So, gucken wir dann mal. Als nächstes käme dann das Turmkommando in der Molluskelbode. Da können wir, glaube ich, gespannt sein. Wer weiß, vielleicht sehen wir auch einen Blaster. Ist natürlich auf Tower sehr, sehr... Oder auf Turmkommando. Turmkommando ist anfällig dafür, dass der Lebensraum von Blastern zu sein, ja. Ja, wer weiß. Egal welcher Art. Die ballern aber gerne mal einfach nur blindlings auf eine sehr kleine Plattform. Ja, das ist halt so ein Blasterleben, ne? Das gefällt so ein Blaster sehr gut. Einfach feuern, irgendwas trifft man schon. Spaß. Genau. Mit dem Dingern kann man natürlich auch sofort killen, die man einfach mal jemanden direkt erwischt. Das ist natürlich wahr. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir einen Blaster, vielleicht aber auch nicht. Aber was wir denke ich sehen werden, ist eine Stingray. Oh ja, definitiv. Wir haben bis jetzt so ziemlich jedem Match eine Waffe gehabt, die eine Stingray nutzen konnte, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, eigentlich schon. Die Stingray ist natürlich auch sehr, sehr gut, um einfach den Tower zu verteidigen, einen Checkpoint komplett zu verteidigen, da man praktisch gezwungen ist, vom Tower zu gehen, weil man sonst ganz schnell sein Leben lässt. Ich meine, der Schaden ist ein wenig reduziert, weil gerade auf dieser Map kannst du nicht direkt drauf feuern, du musst durch eine Wand schießen. Erinnert aber nicht daran, dass so eine Stingray verdammt kräftig ist. Die Teams sind sich wohl noch uneinig. Ja, aber viel Zeit steht mal wieder nicht auf der Uhr, um sich uneinig zu sein und ja. Dann sollten sie langsam aus dem Pushen kommen. Aber es benötigt natürlich auch eine gute Absprache, um jetzt weiter voranzugehen. Ja gut, die Frage ist immer, wer geht wo lang bei so einem Turmkommando-Match? Das ist richtig. Aber das werden wir ja gleich sehen. Erstmal gucken, was haben sie denn für Waffen ausgesucht? Wir haben wieder die Rückkehr des Dünerrollers Rematch wird es auf jeden Fall geben hier. Ich denke mal, das werden wir hier wohl eine Wiederholung machen. Genau. Ja gut, LOS ein bisschen am Updancen, Party machen auf dem Turm, bisschen Pole Dancing. Ich saß kurz ganz entspannt im Spawn und ja, tanzen auch ein bisschen herum. Aber was will man denn großartig machen, während man auf irgendwas wartet? Letzten Endes muss man sich einfach rhythmisch zur Musik bewegen. Ja, die springen da ein bisschen herum vielleicht. Es gibt viel zu viele Lieder, in denen man mir sagt, dass ich jetzt tanzen soll. Ach, welches denn zum Beispiel? You are the dancing queen. Everybody dance now. Und da gibt es noch eine ganze Menge, der mir jetzt gerade nicht in den Kopf geht. Ach, es gibt wirklich viele. Wenn ich tanzen will, finde ich das selber raus. Manchmal schüttle ich meine Glieder, denn prinzipiell finde ich ja tanzen toll, aber nicht gerade dann, wenn man mich zwingt. Ja, gezwungen werden ist natürlich nicht schön. Und ein Sternchen für die Person, die diese Referenz verstanden hat. Also ich bin wirklich verwundert, wenn irgendjemand jetzt ganz genau wüsste, wovon ich hier gerade gesprochen habe. Ja, wer weiß. Fände ich schon irgendwie knorke. So, die gleiche Aufstellung wie vorher wird es jetzt dementsprechend dann sein.
Genau. So, und da nur dieses Mal mit einer Person mehr. Gott. Turmkommando. Dieses Mal aber richtig Edition. Und wir haben die gleiche Aufstellung. Plus, da ist der Pro, der vorhin, glaube ich, gefehlt hatte. Ich glaube, es war der Disperser 7. Also der Disperser hat gefehlt. Na gut. Genau. Aber jetzt bin ich zurück am Start. Und ja, hier auch die ersten Picks von Legend of Splatoons hier gegen Star Squad. Und ja, es scheint so, als würde Legend of Splatoon durch den Wind eben neue Kraft gefasst haben und nach vorne wollen. Ja, scheinbar ist der Motor jetzt angeschmissen worden. Es geht jetzt voran, die Karre fährt. Aber wir sehen, dass sie keinen Unfall baut. Und scheinbar nähert sie sich dann wohl einem Hang. Denn so wie es aussieht, fährt das Ding jetzt nur von selbst. Naja, hier lässt noch Schlecken jedenfalls weiter. Sie machen weiter Stress und Druck auf Star Squad. Sie haben auf jeden Fall den ersten Checkpoint hier schon bekommen und ja, jetzt aber allerdings 3 Tote auf der Seite von Legend of Splatoon. Und ja, das ist natürlich die Chance für Star Squad, jetzt ein bisschen in die Mitte zu gehen. Und das war ein etwas brutaler Kill mit der Bombe. Da hatte irgendjemand wieder sein interessantes Moment, Kino, wie fucked up Bombe gehabt. Ja. Naja. So, der Push wurde jedenfalls erstmal aufgehalten. Von Star Squad, frage ich, ob sie weitermachen können. Ja, schön, Double Splat hier. Hier drei Seite tot von der Seite. Doch, der Push. Und hier pusht Star Squad auch jetzt nach vorne. Und den Checkpoint können sie wahrscheinlich auch bekommen. Und haben den Checkpoint jetzt auch hier bekommen. Und haben jetzt auch den Loot bekommen. Und das hämmert ein bisschen rum und versucht noch ein bisschen was zu regeln, aber. Das war erstmal der Push. Somit ausgelöscht komplett. Jetzt muss Star Squad kurz respawnen. Wir haben zwar einen Vorteil holen können, aber 3 Minuten sind noch zu spielen und so weit war das jetzt nicht. Richtig. Der Push kann. Das könnte er erst sehr schnell wieder ausholen. Es waren ein paar nette Raketen, ein bisschen Spielzeuge gefeuert. Und er wartet jetzt auf die Internet-Review, die dann höchstwahrscheinlich wieder so 2 Sterne gibt, weil die Lieferung zu spät kam. Ja, auf jeden Fall sehr umkämpft hier, das die ganze Map so. Ja, gerade da in diesem Abgrund, in diesem Gang, diesem Tunnel, wie auch immer man es nennen möchte, da wird es immer sehr haarig, wenn jetzt nicht gerade ein Wipe passiert ist. Denn das ständig regnet es von oben herunter. Und damit meine ich nicht Farbe, sondern Leute. Oh, ein bisschen Hammer-Action, ob man damit was erreicht, ist die Frage. Nein, wurde aus dem Spiel genommen. Und ja, hier. Der Turm fährt aber weiter, also genug Ablenkung, hat er verursacht. Und ja, Star Squad jetzt versucht weiter zu pushen, ganz allein vorne. Wird jedoch bekommen hier von dem Dynamo. Und ist ja noch nicht beim Checkpoint angekommen, am zweiten von beiden Teams. Mal sehen, ob ROS das jetzt ändern kann. Scheint aber eher defensiv spielen zu wollen, und so kurz vom Turm stiegen. Ja, für das Ding, ne? Okay. Ja, hier kommt jetzt auch eine Ruja zum Weiterpushen. Mal sehen, also sie nutzen es aus, um weiterzufahren. Da kommt ein bisschen Stress von vorne, aber der Dünner nimmt aus dem Spiel. Da unten sitzt noch einer, der Dünner fällt. Und es sind fast alle tot, außer der Disperser. Und da, und ja. Da geht die Führung in RBS. Checkpoint wird weiter abgeklappert und er ist nicht abgebrochen. Na, es ist aber noch einer da, der versucht es nochmal. Nett, das war's, RBS. Entfernt. Oh, da kommt noch einer. Und noch. Hat nicht geklappt. Der Checkpoint steht noch. Aber sie haben die Führung. Die Führung ist da, aber wer weiß wie lange. Denn beide Teams kämpfen hier um jeden einzelnen Punkt. Kein Team möchte den anderen Team einen weiteren Punkt gönnen. Und ja, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr spannend hier dort. So, meine neue Booyah, die sind gerade alle ein bisschen eng aufeinander. Da hat es den Hühnerroller erwischt. Den Turm komplett auseinandergenommen da oben gerade. Ja. Da steht noch einer drauf, Leute. Splashdown. Und, na, kommt da noch einer? Was ist das? Ja, da steht noch einer. Stingray zur Verteidigung bekommt auch hier den letzten auf Tower und. Nein, er konnte den Checkpoint nicht mehr schaffen. Ja, jetzt rücken wir langsam in die letzten 30 Sekunden hinein und.
Ja. Kann ROS jetzt die Führung noch aufrechterhalten? Derzeit sieht die Antwort nach Ja aus, wenn das so weitergeht. Der Turm ist schon gesichert, den fahren sie jetzt auch noch weiter vorwärts in den letzten 20 Sekunden. Ja, sie versuchen auch und noch den... der Flank hat er gewittert. Ja, sie werden hier jetzt auch wahrscheinlich gleich die Führung noch etwas weiter ausbauen können. Und das macht das Knacker jetzt ein Checkpoint noch. Da kommt ein paar Strafpunkte abzuarbeiten. Es ist, ach, kommt einfach von oben wieder Leute geregnet. Und die Stingray rollt da oben ein bisschen auf. Jetzt gehen wir die Verlängerung. Letzter Versuch. Sie müssen auf das wird natürlich oder? Sehr, sehr organisiert vorgehen, da sie wirklich sehr, sehr vorsichtig sein müssen, dass keiner vom Tower fällt oder einfach von hinten kommt. Wir haben jemanden, der hinter dieser Wand schleicht. Da war die Überraschung von vorne mit der Klecksbombe. Noch steht aber einer auf dem Turm. Da kommt die Boja. Ja, auch die Boja-Bombe und da konnte es keiner mehr draufbleiben. Das war's dann. Wenn eine Boja oder das Stingray auf den Turm schießt, dann müssen alle abspringen. Das ist natürlich richtig. Ja, und damit hat Legend of Splatoon hier erfolgreich verteidigt und ja, sich einen weiteren Punkt sichern können. Damit steht es jetzt 2-2. Und ja. Ein ausgeglichenes Match. Sie haben jetzt scheinbar wohl den Haustürschlüssel in die Bude des Sieges gefunden und treten jetzt mit Höchstgeschwindigkeit in den Hausflur. Aber die Frage ist, ob da jetzt das Star Squad da jetzt vielleicht noch ein paar Bananenschalen hingelegt hat. Ja, wer weiß. Und die also dann voller kann auf die Fresse fliegen dadurch. Ja, man muss echt aufpassen, dass sie nicht einfach ausrutschen, also. Nächstes Match dann Herrschaft wieder im Cetacea-Markt. Es ist immer so seltsam. Es ist immer nicht genau klar, wie man das jetzt aussprechen muss. Also weil die meisten Namen sind immer irgendwas halt, was mit Wasser oder irgendwelche Tieren oder Meeresfrüchten zu tun hat. Aber was ist Cetacea oder Cetacea oder Cetacea? 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 Wer weiß. Also ich würde Cetacea-Markt sagen, aber. Es gibt bestimmt viele Aussprechmöglichkeiten hier bei dieser Map. Aber ja. Cetacea auf Herrschaft ist auch ein sehr, sehr schöner Modi, zumindest für mich, aber das ist ja jetzt auch nicht so interessant hier. Denn wir. Es ist nämlich jedenfalls eine sehr interessante Form für eine Zone. Es ist einfach ein großes Plus. Wobei nicht unbedingt groß, aber ein übergewichtiges Plus. Er hat zu viel genascht. Etwas Fettes. Ja. Wir werden mal sehen, welches Team hier sich den Sieg ergattern wird. Wer weiß. Hier weiter mal wieder. Hier beide Teams noch am Überlegen, welche Kombination oder wie sie am besten reingehen, vorgehen, etc. Und ja. So, Herrschaft, Cetacea-Markt, ich bleib jetzt erstmal bei Cetacea, warum nicht? Gucken wir mal, die Teamaufstellung, genauso wie vorher. Und auch hier hat sich der, okay, da hat jemand einfach sein Disperser so hart in die Presse gedrückt, dass er jetzt plötzlich ganz genau schießt. Und teilen sich die Teams direkt erstmal auf. Gucken wir mal, wer die Zone als erstes sichern kann, dass Star Squad gewonnen hat. Ja, aber da ging es noch LOS ein Wörtchen mitzureden, die haben etwas dagegen und kamen sie direkt wieder mal in ihre Farbe. Ja, aber wird hier anscheinend noch nicht ganz vergönnt, jedoch kann Legend of Splatoon hier eine Zone noch verteidigen. Und ja. Ja, der Zähler geht immer noch weiter runter und scheinbar erwischen sie jetzt die Star Squad ein bisschen blöd auf den Füßen, wie es aussieht. Denn sie picken immer einen nach dem anderen runter. Ja, wir haben hier gerade wirklich einen Täter, der einen nach dem anderen wegputzt. Naja, Star Squad muss natürlich aufpassen, dass sie hier nicht vereinzelt reindroppen und so die Legend of Splatoon einfach die Möglichkeit geben, die einzeln rauszupicken. Sie müssen wirklich koordiniert reingehen, vielleicht mit Specials zusammen müssen. Aber ja. Ja, derzeit scheinen sie sich einfach wirklich nur panisch aufs Feld zu werfen.
Ich meine, hier und da mal eine Bombe. Ja, aber. Oh, Moment, wir haben jetzt scheinbar jemanden, der damit noch davon gekommen ist. Da kommt jetzt der Hammer und das reicht zum Färbeln. Kommt da noch was? Ja. Da kommt nichts. Zone gesichert. 12 Punkte runtergepusht. Glaube ich. Ja, 12. Bisschen verpixelt gerade. Ja, weil hier muss ich gerade noch mal kurz anmerken, dass der Dynamo hier von Nerd aus Vertun gerade einen sehr, sehr schönen Würfel gemacht hat. Und ja, hier aus Platoon hier wieder komplett in der Zone am Verteidigen und ja, da kommt aber der Stamp rein von, ja, das war's, der Stamp. Ja, Stamp mit einem Doppelkill, das ist schon mal ein bisschen was. Wir haben die Zone zumindest angehalten, zusammen mit einer Haftbombe wird das mal ein bisschen färben. Da kommt er gegen, das wird die Zone höchstwahrscheinlich sichern und jetzt geht's weiter. Nur 4 Strafpunkte noch und jetzt geht es einmal wieder richtig runter. Naja, das heißt, sie bauen jetzt aktiv Punkte ab und jetzt muss Legends Platoon natürlich sich koordiniert reinbegeben. Und ja, es sind auch schon wieder 2 tot auf der Seite von Star Squad und jetzt die Double Booyah in der Zone. Das ist natürlich der Cap. Ja, da können die Bubbles leider auch nicht großartig was verhindern. Aber killen sind noch gut. Und alleine zu klappen hat schon wieder dafür gesorgt, dass die Zone gesichert worden ist. Mit dem Regen noch weiter ein bisschen Druck aufbauen, während der Rest von Spiel hier aufkommt. Wieder ein versuchter Flank hier von dem Disperser 7 mit dem Stamp, wurde jedoch ganz schnell rausgepickt von Legends Platoon. Die Zone scheint jetzt erstmal halbwegs gut halten zu können. Jetzt sitzt wieder Star Squad am langen Hebel. Ja. Kommt ein weiterer Booyah von Legends Platoon und Booyah sind stark in diesem Team. Sieht hier ganz viele Spirit Bombs durch die Gegend fliegen. Ja, Zone gerade stark umkämpft. Jedoch bekommt sie Lust wieder zurück und ja, baut langsam die Strafpunkte ab. Ja, 40 Punkte haben sie noch abzuarbeiten. Wir sitzen jetzt also quasi bei. Na gut, das ist schon lange nicht mehr 40, aber wir saßen quasi bei 52 Punkten. Weil es, wenn sie es jetzt noch lang genug halten, bis der Strafpunkte-Timer ganz runter ist und sie wieder richtige Punkte abbauen, oder nicht? Da kommt der nächste Hammer-Aktion. Der Blob-Blobber macht ihn nicht dicht. Dann ja. Oh, die Splatoon kann sich tatsächlich selbst retten. Und ja, aber. Und da geht der Timer wieder. Einige so nicht bekommen und bauen weiter ab. Und es sieht nicht so aus, als würde. Jetzt haben sie auf 0 runtergepusht. LOS holt sich das dritte Match. Ja. Nach einem holprigen Start haben sie jetzt wieder die Führung. Ja, das ist wohl wahr. Aber wer weiß, was wir noch sehen werden. Also ich denke schon, dass beide Teams hier weiterhin ihr Bestes geben werden und versuchen werden, den gegnerischen Team hier nicht zu gönnen. Es ist ein Best of 9. Also es müssen 5 Matches gewonnen werden. Das ist richtig. Dementsprechend werden wir hier definitiv noch bis zum Turmkommando bei der Permak-Akademie kommen. Mindestens. Das ist richtig, aber wer weiß, vielleicht sehen wir sogar bis zur Camp Schützenfisch. Ja. Wäre jedenfalls mehr Entertainment für uns. Das stimmt natürlich. So, und die nächste Map, Operation Goldfisch auf der Buckelwalpiste. Eine sehr, sehr interessante Map so. Und ja, mit den Ventilatoren kann man gerne mal einen Gegner oder einen Teammate abfacken. Also die Ventilatoren. Kannst du Fahrstuhl hochfahren. Ich weiß gerade nicht, wo da Ventilatoren sind auf der Map. Die Fans stehen doch überall in der Mitte rum. Ich glaube, da verwechselst du gerade, glaube ich, was. Ich glaube, du bist gerade bei Unshowed Games, oder? Ach, Moment, ich bin dein Zweiter gegangen. Ups, Entschuldigung. Ja, alles gut. Passiert. Ist schon spät, okay. Ja, 2041. Ich denke ein wenig in die Zukunft. Ich bin gerade von der Shiny Dialga-Jagd zurück. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen zeitlich verzerrt. Hast du es denn bekommen? Ja, oder? Nach 13 Tagen und 5641 Soft-Resets. Oh Gott, ey. Das könnte ich mir nicht antun. Ja, irgendwann war es halt grün. Ich weiß nicht, ob es wirklich shiny war oder ob mir einfach schlecht war. Ja, musst du nachher nochmal nachgucken, wenn es dir wieder besser geht.
Ja. Ach. Gut, also es kommt dann wieder Operation Goldfisch auf der Map auch wieder. Zwei Möglichkeiten, wie du das Ding ins Ziel tragen kannst. Entweder um die Kurve gehen oder klettern. In beiden Fällen muss man erstmal durch einen Chokepoint durch. Und da durchzubrechen wird immer etwas haarig, sagen wir es so. Ja, mal sehen, welche Push-Art die jeweiligen Teams sich entscheiden. Ob sie über Ride gehen oder doch klettern. Eine Änderung vom Feindesperser zur Heldenwaffe? Tatsächlich, die P90 ist am Start. Und ja, der First Pop bekommt hier Star Squads und sichert sich erstmal die Mitte. Oh, kriegt auch direkt den Rainmaker und einer prescht schon mal vorwärts, um Stress zu machen. Eine 2. Wird aber direkt gesmoscht von einem Dynamo Roller. Aber noch Star ist der Rainmaker down, er pusht hier schon mal fast nach vorne und hat schon Stingray, aber fertig. Ja, ist schon rein. Ein erster solider Push, würde ich sagen. So, ja, den Rainmaker lassen sie jetzt scheinbar erstmal sitzen. Die wollen die Gegend absichern. Was natürlich auch sehr schlau ist. Haben sie ihn befreit. Die Frage ist, das ist einfach nie zum Resetten oder nie ist. Ihn lassen würde schon fast gar nichts bringen. Flank versucht hier vom Block, bekommt sogar jemanden gebadet. Und Flashdown und versucht ihn weiter zu pushen. Und es geht weiter. 12, 11, 10, 9, ein Push auf 8. Ein sehr, sehr stark gemacht hier. Von ja, da wurde es LOS zum Verhängnis, dass sie entschlossen haben, das Ding liegen zu lassen, statt zu nehmen. Aber jetzt nehmen sie es lieber. In der Map ist liegen lassen fast schon irgendwie sinnlos, weil es, der Ort, wo es den Respawn ist, sowieso direkt 5 Meter vor dir. Kann natürlich sein, aber natürlich haben die Teams sich bestimmt irgendwas dabei gedacht, diese Kanone erstmal liegen zu lassen, aber naja. Möglich, dass man sich dabei definitiv was gedacht haben muss. Letzten Endes hat es aber doch ziemlich backfired. Das ist richtig. Ist halt immer so eine Sache bei Blinken, das kann immer gern passieren. Ja, so, jetzt versuchen sie auch über die Seite zu kommen. Der Rainmaker ist jetzt reingedroppt, aber dann kommt das jetzt Regen und ein Hammer. Nein, bekommt einen Pick und bekommt sogar noch den Rainmaker. Und ja, das und ist erstmal der Vibe. Irgendwo der Vibe, nicht gut. Wo gehen sie denn jetzt lang? Unsere P90 geht erstmal den Flank hoch, die Kletterroute. Wurde aber bemerkt. Und er kriegt jetzt aber Feuerschutz vom Rainmaker. Der will jetzt auch dort lang. Da fällt der Dynamo. Aber der Goldfisch wurde erwischt. Ist richtig. Und. Ja. Die Maps. Wir wollen gerne scheinbar wirklich diesen Weg lang. Hat allerdings unsere Reinigungsmaschine noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, der Kletterweg ist natürlich eine Option, aber da erstmal hochzukommen, ist halt auch die Sache. Man bekommt so schnell viele Punkte. Genau. Also es geht hier drunter und drüber. Tja, letzten Endes, wenn auf der einen Seite abgelenkt wird und dann plötzlich einer von der anderen Seite kommt, ist überraschend, wenn dann gerade jemand aufgepasst hat. Das stimmt. So, den Rainmaker poppen sie, aber lassen sie ihn liegen hier, genau an der Kante, wo man ihn leicht gehen könnte. So wie jetzt schon hier. Ja. Sie lassen ihn halt immer liegen. Ja, vielleicht sollten sie den einfach mal picken und ein bisschen nach vorne gehen. Zum Beispiel jetzt war eine gute Situation. Drei waren down und eine, glaube ich, respawned, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ja, jetzt versucht hier so, genau, jetzt nehmen auch sie noch die versuchen direkt zu pushen über die Kurve. Mit einer 8. Da kommt die Rayman. Mal sehen, ob man aber irgendwie das erreichen kann. Er feuert nach unten, hoffen, dass irgendwie jemand ist. Wahrscheinlich waren alle oben. Oder haben zumindest die Füße über die Stühle hochgezogen. Es war aber knapp. Aber an Tentakelbreite vorbeigeflogen. Ja, hier geht's auf jeden Fall runter drüber. Und ein weiterer Push-Versuch hier von Star Squad. Werde links Seite. In Spawn versucht jetzt mit seinem Platscher hier irgendwie ein bisschen anzubauen. Ob das reicht? Ja, das reicht. Der Rainmaker wurde aufgehalten. Der Zeit allerdings immer nur eine Minute zu spielen und Star Squad hat immer noch so einen starken Lead, dass LOS aber quasi wieder ein K.O. machen müsste. Wir haben aber tatsächlich einen Disconnect. Der Dynas disconnected, aber. Das ist allerdings erst viel später passiert, deshalb spielen sie jetzt auch weiter. Es ist schon lange auf 6 runtergepusht worden. Sie müssen ja auch weiterspielen. Die Hälfte der Zeit ist natürlich um und weit genug gepusht wurde auch schon.
Ja, es wurde lange, so ziemlich am Anfang des Matches darunter gepusht. Da war es eigentlich schon außer Frage, dass da jetzt noch irgendwie ein Rematch kommen würde. Aber wer weiß, der Lekin sieht es ja sogar hin. Im Moment scheint es okay. Ich habe nichts gesagt. Und da kommt der Vibe. Um 20 Sekunden zu spielen. Theoretisch könnte Star Squad das jetzt super sicher spielen, dass die Minen sich irgendwo hinten verschanzen. Natürlich ist das eine Möglichkeit. Aber in den 6 Sekunden lassen sie ein Schild einfach nur stehen und genau, schmeißen noch eine Booyah dahin. Jetzt poppen sie den und damit haben sie es runtergespielt und ein 3 gegen 3 somit erzielt. 3 gegen 3 zu 3. 3 zu 3, genau. Ich denke mal, ist es aber sicher zu sagen, dass dieser Disconnect dort nichts mehr verändert hatte. Und das würde ich so unterschreiben. Ja gut, also die beiden Teams, wie man sieht, schenken sich nichts. Jeder müsste jetzt noch 2 Siege machen. Und wenn es genauso weitergeht, dann werden wir definitiv noch Kämpfschützen für Herrschaft zu Gesicht bekommen. Tatsächlich, aber jetzt sind wir erstmal bei einer vorhin erwähnten Map mit den Ventilatoren in der Mitte an Showcase. Ventilatoren, genau. Genau. Nachdem alles ein bisschen aufgeheizt war, müssen wir jetzt erstmal ein bisschen abkühlen. Na, zum Abkühlen ist auf dieser Map leider nicht so viel Platz. Leider kann man da, glaube ich, kein Bad einfach nehmen, aber naja. Oh. Ich meine, wir müssen heutzutage einfach nur rausgehen. Ja, natürlich geht das auch, aber ohne Jacke, oh nee, das ist mir zu kalt. Aber dann kühlst du zumindest ab. Das ist natürlich richtig. Ich meine, so ein Eisen kriegt auch keinen Pulli ab, wenn es geschmiert wird. Es kommt auch einfach ins Wasser. Wäre auch sehr merkwürdig, würdest du extra noch einen Pullover angezogen bekommen. Jetzt muss ich mir ein Schwert mit einem Wollkragenpullover vorstellen. Oh, zum Glück nicht nur ich. Naja. Überleg, welche Waffen haben wir bisher alle gesehen? Wir hatten Disperser gesehen in beiden Aufführungen. Ja, ständig einen Profi-Kleckser. Platscher waren ab und zu dabei. Blob-Blobber, Dünerroller, Splatlings. All diese Sachen P90 hatten wir auch schon gesehen. Ne, P90 hatten wir auch schon gesehen. Ja, genau, Kleckser. Achso, ja, Entschuldigung. Naja. Können auf sehen, der Map eigentlich alle ein bisschen was ausrichten. Vielleicht weniger der Blob-Blob, aber es kann sein, dass es den einfach trotzdem nimmt. Das ist ihm dann egal. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir auch was ganz Neues, wie zum Beispiel ein Tent oder so. Also. Na gut, es ist immer möglich, dass jemand für eine gewisse Map-Mode-Kombination sich eine ganz andere Waffe angeeignet hat, spezifisch dafür. Das ist immer möglich. Und dann ist er der absolute Profi darin und rasiert absolut alles damit. Ja, aber das werden wir jetzt ja sehen. Ob es die alten Comps sind oder es normal weitergeht. Du kannst der Königin sein oder König der Nische. So, und wir... Okay, stimmt, die Ensep, die hatten sie in einer Runde auch noch gehabt. Ja. Ansonsten bekannte Teamaufstellungen bei beiden. Genau. Die Frage ist jetzt wieder, wer kriegt als erstes die Supercam fertig? Denn wer eine hat, wenn der Gegner keine hat, kriegt Specials geladen. Was Mann, natürlich was wieder ein Push promotet. Zurzeit kann man es nicht ganz genau sagen, aber hier Star Squad schon versuchen am Reinpushen, wird jedoch komplett aufgehalten von Legends of Turnier. Ja, eine große Muschel hat sie jetzt, glaube ich, noch keiner gehabt und. Da ist einer und da pusht hier schon direkt los. Wurde allerdings nur ein Superclan hat sich da alleine reingeschlichen. Ich sehe schon, er hat den 9+1-Trick angewandt, um sich zum Ziel zu schleichen. Und da kam der Letzte mit dem Muschel leider nicht mehr ran. Wir haben zwar einen Hammer, aber ob der noch was erreichen wird, ist die Frage. Nein, wird er nicht. Er wurde hier vom Capo, oder Capo sage ich schon, von der Profi-Fokus bekommen und. Ja, zur Zeit scheint. Ja, gut, so ein alleiniger erster Push bringt jetzt noch nicht allzu viel. Aber wir haben tatsächlich wieder ein Disconnect auf der Seite von Star Squad. Theoretisch könnten sie dieses Mal tatsächlich stehen bleiben. Sie hatten ihren Serten schon. Und wie viel kann man machen? Warte mal. Ich muss das Regelwerk nachschlagen. Ja, das sollten wir mal machen. So, währenddessen pusht
LOS jetzt rein, hat schon mal 40 und jetzt 60 Punkte gemacht. Und ja, punkten jetzt einfach entspannt runter. Scheinbar, aber kommt, bewegt sich jetzt Star Squad nicht mehr. Ja, sie sind alle zurückgesprungen und sind stehen geblieben, wie es auch gemacht werden sollte. Ja. Es war jetzt noch nicht unter 50, die Hälfte der Matchzeit war noch nicht vorbei. Also müsste es ein Rematch geben, oder nicht? Ich wieder. Gut. Schau nochmal kurz nach. Wir haben gerade Bestätigung gekriegt, dass tatsächlich nochmal ein Rematch kommt. Ich lese mir das jetzt trotzdem nochmal schnell durch. Disconnect. Ist erst in 1,5 Minuten. Objective nicht unter 50. Alle Spieler, wer ein Disconnect hat, müssen 15 Sekunden aufhören zu spielen. Sind pro Best of 9 Set 2 Replays erlaubt. Da steht's, genau. Also, damit haben sie jetzt ihren zweiten Replay. Nee, Moment, oder? Ja, ich hab grad gesehen. Hat wohl unser Host hier ein kleines bisschen zu schnell gedrückt und nicht auf den verschollenen Mate gewartet. Und das heißt, Wir werden jetzt einmal nochmal ganz schnell ein KO sehen. Genau genommen sehen wir keinen KO, wir bleiben gerade bei der Mapliste. Da das jetzt kein offizielles richtiges Match ist, werden wir das dementsprechend nicht zeigen. Ist nicht unbedingt notwendig, weil viel zu sehen ist da jetzt ja auch nicht wirklich. Es ist einfach nur ein schneller Wipe. Wobei bei Muschelchaos schnell relativ ist, kommt drauf an, wie die Muscheln spawnen. Ja, genau. Man sieht ja bis jetzt nicht schlecht aus so. Also müsste auch demnächst zu Ende sein und dann können wir auch ins richtige Match wieder reinschauen. Ich muss gerade mal nachdenken, das war jetzt der zweite Replay von Star Squad, wenn ich mich richtig erinnere. Alles klar. Okay, alles klar. Und ja. Hat wohl jemand ein paar Probleme mit seinem Internet? Wenn er das jetzt noch weiterhin solche Probleme hat, dann könnte es in den letzten zwei Matches danach doch recht haarig werden. So 3-4 mäßig. Nicht unmöglich, aber wird etwas eng. Lieber eine Kanone mehr haben, als eine Kanone weniger. Ja, aber mal sehen, ob sie jetzt endlich mal vollzählig bleiben und nicht wieder die Scene. Wer weiß, vielleicht hat derjenige auch seinen Router restartet und hoffentlich wird es jetzt etwas besser werden für Star Squads hier. Boah, nee. Mal schauen. So, Muschelchaos, Anchobit Games, diesmal aber richtig. Selbe Kombination, selbe Leute und. Hat sich nichts geändert. Gucken wir mal, wer kriegt denn dieses Mal jetzt die Superclam als erstes fertig? Keins der Teams scheint wirklich so einen designierten Superclam-Sammler zu haben. Einfach ein Typ, der auf Losrennen und Muscheln sammelt wie ein Irrer. Sieht im Moment so aus, aber naja, noch keiner hat eine große Supermuschel und ja, hier auf zwei Tote auf der Seite von Legend of Splatoon und ja, aber jedoch hat Legend of Splatoon hat kurz eine Superclam, jedoch fängt Star Squad jetzt mit dem ersten Push an. Ja, und wer weiß, wie weit der Push noch geht. Zurzeit scheinen sie ein bisschen zu zurückgedrängt zu werden, jetzt auch mit den Missiles, aber nur noch zwei im Leben hier von Star Squad. Eine bekommt noch einen Kill, wollte noch versuchen, ein bisschen weiter zu pushen, ist jedoch gestorben. Und ja, das war's erstmal. So, hat Star Squad den ersten Push auf 35 runter. LOS muss ich ja so ranhalten. Die meisten Clamps spawnen hier, soweit ich weiß, allerdings auch in der Mitte.
Dementsprechend mit so etwas wie einer Splatling hat man hier ein ganz gutes Spiel, die Gegner so mit im Schach zu halten. Wenn nicht gerade wieder irgendeiner von der Seite reinschleicht und das wurde bemerkt, sofort aus dem Spiel genommen. Ja. Vielleicht muss man diese Kante doch irgendwie sicher. Raus. Die eine Ersatzkram haben sie noch hinten rumliegen. Die könnten sie theoretisch nutzen. Du hast so recht, dass sie den nutzen könnten, aber wer weiß, vielleicht brauchen sie die später auch nochmal für die Verlängerung. Hier, die Legends Platoon versucht jetzt aber hier einen kleinen Flank hier und wird aber erwischt und ja, das hat Star Squad hier sehr gut aufgehalten. Mitte weiter um. Ich wollte gerade sagen, dass die Mitte weiter umkämpft ist. Zucker hier jetzt mit dem Stamp bekommt den einen Pick und hämmert hier jetzt noch ein bisschen hin und her. Und ich war gerade bloß ein wenig fasziniert von diesem Obi-Wan Gambit, als er schrie: I have the high ground. Weiter geht's hier. Hat sich jemand geschlichen. Da kommt der Sprung mit der Superclam. Allerdings, er hat ihn aber nicht getroffen. Jedoch bekommt er noch mal einen Big und noch ein weiterer Superclam ist reingekommen und ja. Das wär beinahe fatal gewesen. So, jetzt haben sich die Pippi-Clam genommen, um die zweite Ersatzclam auftauchen zu lassen. Das wäre beinahe schief gegangen. Er stand direkt unterm Korb, weshalb du kannst nicht so steil nach oben zielen. Deshalb musste er erst sich ein bisschen bewegen, die Kamera drehen. Das hat zu lang gedauert. Der erste Push schief gegangen, aber war glücklicherweise noch jemand anders dabei, der das dementsprechend dann aufgreifen konnte. Das ist richtig. Star-Squad lässt sie auch nicht locker. Sie haben die mit voll unter Kontrolle und bereiten auch hier wieder den nächsten Push vor. Legends Platoon muss hier langsam mal zusehen, dass sie auch mal einen Push-Versuch starten und der auch durchkommt. Hier zog er wieder mit dem Stamp rein und kommt jedoch keinen Pick, wie es jetzt aussieht. Und nee, das wäre einfach nichts gebracht und da hat es ihn auch erledigt. Und ja. Abi hier und versucht noch ein bisschen mit dem Block bisschen was zu machen, wirft auch noch mal eine Superclam rein, wird jedoch gleich erledigt. Und ja, das heißt so gesehen eine geschenkte Big für die, oder Superclam für Legends of Two. Ja, dann hat die auch schon direkt mit zwei Superclams versuchen zu pushen. Zumindest mit Betonung auf versuchen, denn vorangekommen sind sie jetzt leider nicht. Da ist Star Squad ein bisschen zu schnell zurückgekommen. Legends Platoon muss langsam mal zusehen, dass sie wirklich mit dem Push starten, da Star Squad schon auf 27 gepusht hat und Legends Platoon noch nicht so richtig reinkam. Ja, ist gerade ein bisschen ausgeglichen. Großartig vorwärts tun kommt keiner, wollte ich gerade sagen, da kommt der Push-Versuch, die Blobbits aber stehen ein bisschen im Weg, eine Bomber-Bombe, kommt er damit irgendwas aber macht er? Zucker versucht hier wieder hinten zu machen und da hat er es geschafft, den Push aufzuhalten. Er hat das den Korb geöffnet, damit ist der Push vorbei. Sie müssen sich zurückziehen, hat er noch eine? Ja! Er hat noch eine Clam gehabt, eine kleine. Reicht also fürs 4-3 für Star Squad. Somit haben sie jetzt Matchpoint für die nächsten zwei Matches. Und wer weiß, vielleicht wirft Legend of Splatoon ja noch einen blauen Panzer hinterher, um sie aufzuhalten. Ja, da könnte man immer noch einen roten Hering ins Getriebe werfen. Warum ist es a Red Herring? Dieser Spruch, I'm throwing in a Red Herring. Warum? Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum man ausgerechnet einen roten Hering reinwirft. Warum kann es kein blauer Hering sein? Warum nicht eine gelbe Makrele? Ich kann es dir leider nicht sagen. Ach. Naja. Wir werden mal sehen, ob dieser abstrakte Fisch bei der Permut Akademie auftauchen wird oder nicht. Ja. So, Turmkommando Permut Akademie. Wie sieht es da nochmal aus? Die Mitte, der Riesenkonstrukt dort, das fehlt, wird durch den Turm ersetzt. Stattdessen haben wir da ja links und rechts diese
naja, Wülste, nenne ich es mal. Ach. Ja, mal sehen, was wir hier sehen werden. Also, es scheint so, als würden beide Teams wirklich fast immer dieselbe Com spielen, vielleicht so mit ein, zwei Variationen, aber so großartige Änderungen gab es, glaube ich, noch nicht, oder? Also der Kern von zum Beispiel Star Squad scheint ein Profi-Kleckser mit einem Disperser zu sein. Der Rest wird variiert, während der bei LOS meistens rennen sie da mit einer Splatling rum, wenn der nicht gerade durch einen Dünerroller ausgetauscht wird. Wobei, sie hatten es, glaube ich, beide auch schon mal gleichzeitig gehabt. Mhm. Jo. Ja, beide Teams noch ein bisschen am Überlegen, was sie jetzt genau machen. Hier natürlich Legend of Splatoon muss jetzt versuchen, Star Squad den Punkt abzuwehren von Star Squad. Und ja, mal sehen, ob sie es schaffen werden. Also möglich ist es auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, die haben jetzt Matchpoint. Die könnten jetzt den Sack zumachen. Oder die Katze im Sack rauslassen. Ja, man weiß es noch nicht ganz genau, aber das werden wir demnächst sehen. Hier wieder ein bisschen am Überlegen. Nächstes klingt so wie in der nächsten Folge von One Piece, die morgen kommt. Es handelt sich hier um vielleicht 2 Minuten, maximal 5, wenn das Match so lang geht. Aber werden wir sehen. Vielleicht sogar noch länger mit der Overtime. Wir werden sehen. Erst 5,5. Ja, da taut hin. So, da haben wir wieder den, genau, da ist immer so eine Junior- und Kensa-Kleckser-Kombination, die mir so den Kern bildet. Ja. Irgendwo muss die Rüstung herkommen. Oh, wir haben jetzt einen Octoshot. Und ich sehe eine ganze Menge Mainpower ab. Was? Super. Und ja, hier auch gleich schon der erste Push-Versuch hier von Star Squad. Es scheint auch so, als würden sie den Checkpoint gleich sehr schnell durchbekommen. Die haben den Ferrari gesehen und beiden gekauft. Die jetzt aber bereit wurde auf der Seite von Star Squad. Und das ist natürlich die Chance für Leffen aus Splatoon. Und ja, diese nutzen sie jetzt, glaube ich, auch. So, kommt nochmal direkt eine Booyah-Bombe als Unterstützung. Mal sehen, ob damit die Gegner lang genug hinten halten werden können. Ja. Star Squad beantwortet das mit einem Regen. Ob das jetzt die richtige Antwort war, weiß ich nicht. Kann sein, dass man daraus dafür eine 6 kriegt. Ah, kommt der Jet. Der erste Jet in dieser Begegnung. Fällt mir gerade mal ein. Ja, das ist so richtig. Leider hat er keinen Trick bekommen, wurde so, rausgeholt. Und ja, hier jetzt die aggressive Stingray, um die Plätze bisschen zu quellern. Und ja, Legend of Splatoon hier gerade versuchen am zu pushen, wurde jedoch aufgehalten. Und ja, es geht weiter hier. Der Star Squad scheint irgendwie aus Prinzip was dagegen zu haben, dass LOS irgendwie einen Wagen vorwärts schickt. Ja. So, da haben wir wieder die Doppel-Special-Regen-Brüder-Bombe, hat nur ein bisschen zurückgetrieben, zusammen mit zig Milliarden Bomben, die jetzt wieder angeflogen kommen. Ja, die Stingray hat auch mit dem der Brüder den Turm schön verteidigt, so dass sie Star Squad nicht viel weiter pushen konnte. Und ja, aber sind hier trotzdem noch auf dem Tower und versucht Punkte zu machen. Ja, auch der Shot hat sich jetzt einfach aufgekämpft. Jetzt kommt wieder der nächste Jet. Mal sehen, ob dieses Mal mehr Picks dabei entstehen. Der Dünerroller hat ihn aus dem Weg geräumt und holt sich sogar noch den nächsten. Nein, ist noch ein bisschen offen, ob da jetzt noch jemand erwischt. So, da waren die kleinen Blobbles im Weg plötzlich. Yes. Star Squad auf 57 und also pusht, da ist zwar eine Ray, aber die feuert gerade halbwegs ins Nichts, weshalb der Push direkt weitergeht. Die Frage ist, ob sie jetzt den nächsten Checkpoint schaffen oder nicht. Hier auch eine sehr, sehr schöne Brüderchen mit 2 Picks, glaube ich, bekommen. Und ja, Star Squad versucht hier weiter zu pushen. Der Düner hier noch am Verteidigen so ein bisschen, wirft jetzt die Booyah auf den Tower und Star Squad kann den Sieg förmlich schmecken. Die sind extrem aggressiv gerade und pushen einfach weiter. Pushen auf 44 derzeit. LOS konnte es jetzt aufhalten. Weil der letzte jetzt respawned ist und anfängt wieder Bomben zu werfen. Ja, Legend of Splatoon muss jetzt langsam auch. Wir haben zwar noch 2 Minuten auf der Zeit, aber sie müssen halt langsam auch wirklich reinkommen. Ich habe so das Gefühl, sie haben gerade ein kleines bisschen Schwierigkeiten, wirklich hineinzukommen und. Ja, aber jetzt, wo ich es auch schon wieder erwähnt, 2 Tote auf der Seite von Star Squad und LOS Splatoon. Mal sehen, ob das jetzt noch funktioniert.
Bombe wird von der Booyah gekickt und einmal nach vorne. Klatsch. Und die Booyah-Bombe, die dabei rauskam, hat jetzt, glaube ich, nicht so gewirkt. LOS. Da wird es auseinandergenommen, Stück für Stück, ein nach dem anderen, konnten nicht mehr den Vorteil holen. Und da ist dann der Wipe. LOS komplett von der Windschutzscheibe weggewiped. Deutsches Wort. Ja. Weggewischt. Weggewischt, genau. Naja, hier Starscrock wieder am Pushen hier auf dem Tower. Bleiben aggressiv drauf, wir haben jetzt einen Punkt extra machen können. Da kommt nochmal eine Booyah-Bombe, die ein bisschen Druck macht, aber keiner von LOS ist dabei gefallen. Jetzt noch einer übrig und das ist auch wieder ein Vibe, wenn der eine jetzt nicht gerade schnell respawned wäre. Prinzipiell also ein Vibe. Die konnten zwar einen extra Punkt holen, aber wozu? 59 ist jetzt nicht so weit weg. Da wurde Link gefunden und vernichtet, bevor er irgendwie durchgetragen konnte. Es sind aber nur noch 40 Sekunden zum Spielen. Wenn die das jetzt noch halten können, Star Squad, dann werden sie das hier gewinnen. Ansonsten, da kommt jetzt der Turm, er holt jetzt auf. Da steht jetzt auf dem Checkpoint 10 Punkte noch, bevor sie die Führung haben. Der Checkpoint und das ist durch und es ist die Führung. LOS holt sich die Führung. Push auch noch weiter voran. Weit holt immer noch auf der Seite von Star Squad. Und ja. Star Squad dann noch was kann. Sie können sich den Turm nochmal holen, das ist dann aber auch der letzte Push. Die Red. Oh. Das ist jetzt ungünstig. Das ist wirklich sehr ungünstig, aber Star Squad hier jetzt auf Tower. Die Booyah-Bombe und die Stingray. Die Stingray wurde gerade benutzt, die Booyah-Bombe ist gerade raufgegangen. Und das sind beides Waffen, die nicht so schnell färben, Punkte machen können. Ja, aber noch ein bisschen Zeit ist wirklich der. Und okay. Da wurde der Turm komplett aufgeräumt. Wie man sieht, braucht der LOS gar keine cheesy Special die vom Turm runter Taktiken, um das noch rumzureißen. Ja, und damit steht es wieder mal 4-4. Und ja, wir werden die letzte Map sehen. Jetzt haben wir das Golden Goal. Wer jetzt siegt, gewinnt vollständig in dieser Begegnung. Das ist richtig. Und wir werden sehen, welches Team es sein wird. Es war nicht nur ein Traum, sondern dieser Traum wird jetzt Wirklichkeit, dass wir Herrschaft auf Camp Schützenfisch tatsächlich noch sehen werden. Ja, aber wessen Traum geht hier in Erfüllung? Entweder der für Legend of Splatoon oder Star Squad. Wer wird hier denn als Sieger vorgehen? Mal sehen, ob es die gewünschten Legenden oder die Sternschnuppe, die den Wunsch erfüllt sein wird. Ja, wir werden es sehen. Camp Schützenfisch. Eigentlich auch eine sehr interessante Map, schlichtweg, weil du hast zwei Zonen auf nicht so leicht erreichbaren Gegenden, weil du halt immer außen rum gehen musst. Solche Waffen, gerade sowas wie der Blob-Blobber, könnte hier wirklich böse Stress machen. Du kannst die Schräge kaum hoch, weil ständig kommen so eine Welle aus kleinen Murmeln angeflogen. Das stimmt natürlich, aber nicht nur der Blob kann Stress machen, natürlich auch der Düner kann theoretisch die ganze Wall saven, so einfach ein bisschen rüber. Wenn er erstmal rübergekommen ist, definitiv, dann kann er dafür sorgen, dass von der Wand aus nichts mehr kommt. Ja, und aber nicht nur der, auch der Platscher, den wir hier auch schon in der Kombination der Spieler gesehen haben, kann einfach von der seiner eigenen Seite komplett rüberschießen, aber naja. Ja, er könnte von seiner Wall aus oben drauf stehen und die Gegnerzone komplett färben. Das kommt jetzt drauf an. Also beide Teams hatten mal einen Platscher genommen. Auf der einen Seite hätten wir theoretisch noch eine Splatling und eine Dünerrolle, die das Stress machen können, wären wir bei Star Squad dementsprechend auch noch so was wie den Blob-Blobber hätten, der auch eine Menge Stress machen kann. Ja, nicht gegen die kurzen Short-Range-Shooter, aber sowas wie Junior oder Standard-Kleckser fallen da meistens jetzt nicht durch irgendwelche Besonderheiten auf. Die machen einfach nur ihr Standardzeug, für das sie halt bekannt sind. Nichts Map-spezifisches hier. Das ist richtig. Und wir werden jetzt auch gleich sehen, in was für einer Kombination sie spielen. Vielleicht sehen wir ja auch komplette Range-Waffen. Wer weiß. Wir haben Düner und Splatling und wieder den Blob auf. Pro. Okay. Der Pro kann auch vernünftig rüberschießen und die Gegnerzone färben. Der war ja bisher auch immer dabei. Das stimmt. Gut, was haben wir? Die erste Zone wird von den Star Squad direkt eingefärbt. Von ihr aber noch nicht ganz. Jetzt haben sie sie. Der Flankversuch von LOS wird direkt unterbunden. Das und dann startet es direkt den Flankversuch von den Star Squad. Der komplett zerlegt. Der Typ weiß, wo die Gegner herkommen.
Ich würde ja sagen, hell sehen, aber die Leute können ja gehen. So, die Führerbombe, genau, richtig. Vorne gehört jetzt OS. Und ja, Starscrap will die Zone nicht so ganz aufgeben, versucht hier noch mit dem Blob ein bisschen rüber zu blobben und ja, auch von der anderen Seite gibt es Support. Jetzt geht das los, was ich meinte mit dem Blobben, aber er kann einfach so da von dort hinten aus im langen Gang oder die Schräge über die Mauern einfach rüber blobben und die Gegner müssen damit klarkommen, dass halt eine Welle aus Schaden nach einem kleinen Blubbel ständig angeflogen hat. Ja. Und hier er hat auch gute Fluchtmöglichkeiten hier an der Stelle. Der Chance-Faktor will aber nicht ganz die Zone aufgeben und hält sich auch immer wieder an, aber bekommt leider noch nicht so wirklich den Cap, damit sie Starspots und fast Strafpunkte reinwürfen können. Ja, also sie haben jetzt auf 77 runtergepusht, aber lange halten tun sie das scheinbar. Jetzt ist Zone wieder 50-50. Und das ist der Cap für der Chance-Faktor. LOS tatsächlich endlich mal beide Zonen. Und bauen noch direkt Druck auf. Die Schräge haben sie gesichert. Sie pushen auch weiter vorwärts. Lassen wollen die Gegner am liebsten nicht aus dem Spawn lassen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, sowas zu machen, gerade. Also. Von der Seite macht er. Oh, Dünerroller auch noch Stress. Und die Bombe hat den Arm komplett auseinandergenommen. Oh, die Raketen waren nur Ablenkung. Es hat gereicht, dass er jetzt hier vorschleichen konnte. Wurde sich direkt die nächsten Zone gesichert. Aber LOS konnte auch 55 runterpushen. Ist schon kräftig. Ja, und sie pushen auch noch weiter. Also, Starscrap muss sie jetzt mal ein bisschen Zone für ihre Zone bekommen und halten. Aber es wird natürlich sehr schwierig, wenn einfach von der anderen Seite komplett aufgeschossen wird. Aber da kommt ein bisschen Unterstützung mit dem Splashdown. Die Zone haben sie sich jetzt wieder geholt. 15 Strafpunkte noch abzuarbeiten. Ehe es wieder tatsächlich runtergeht. 40 für LOS. Sie sind so quasi wieder auf 90 hoch. Und damit geht der Zähler von Star Squad wieder runter. Da kam mal ein bisschen Spielzeug, Regen, aber großartig was gemacht scheint jetzt nicht zu haben. Da kommen jetzt die Blobbles der Treppe. Der Treppe? Der Schräge. Da sind keine Stufen. Der Schräge, genau. Naja. Ja, und wieder direkt den Schwamm schrumpfen lassen. Die Blobbles haben dann erledigt. Da konnte man nichts mehr machen. Ja, die Zone hier wieder hart umkämpft. Die beiden Teams hat. Starsword hat jedoch noch die Zone unter Kontrolle. Jetzt wir aber haben wieder eine Zone auf der Seite von Lightning und viel Stress von der Wand oben aus, aber reicht das, um beide Zonen zu holen? Starsword wird seine Zone wieder retten. Ja, für kurze Zeit konnte sie sogar die Zone bekommen und den Gegnern wieder ein paar Strafpunkte reindrücken. Oh, jetzt tat sich LOS schnell die Zone geholt. Damit gibt es wieder 30 Strafpunkte für Star Squad. Bei 55 liegen sie also immer noch nicht in Führung, selbst wenn sie die Zone jetzt holen. Wir müssen jetzt erstmal ihre 33 wieder abklappern. Ja, aber die Punkte verfliegen zurzeit sehr, sehr schnell und es wird auch nicht mehr lang dauern, bis sie die Punkte abgebaut haben und wieder aktiv punkten. Und dieses. Oh, der war knapp überlebt. Hat er gerade irgendwie seinen Schutzengel auf seiner Seite gehabt. Kommt hier noch ein. Die Boulderbombe reicht aber nicht mehr aus, um rechtzeitig aufzuhalten. Es geht sogar noch weiter runter auf 42. Das ist so ziemlich der Vibe gewesen. Das sind alle weg. Das heißt, sie können gut Punkte holen und das könnte ihnen natürlich zu Verhängnis werden. Es ist nur noch eine Minute zu spielen. Die Raketen machen hier wieder Stress, haben sogar einen erledigt. Ausgerechnet die Splatlings dabei draufgegangen. Nicht gut. Jetzt versuchen sie nochmal einen Push mit der Schütze der Rüstung. Aber ob das reicht, da ist die Zone wieder komplett umgefärbt. Es sieht oh, noch 5 Punkte runter, ob das jetzt noch reicht, die Zone anzuhalten. Hat sich vorwärts gestrichen, Preis. Und sie haben ihre Zone gerade unter der Kontrolle, aber sie brauchen die andere Zone, um den Gegnern Strafpunkte zu geben, weil sonst wird es nicht gut ausgehen. Und sie färben was, das aber halt reicht, aber nicht die Gegenfärbung. LOS holt sich bei der Zone 62 Strafpunkte, aber das muss also jetzt nicht heißen, es sind nur 20 Sekunden zu spielen. Und sie haben ihre eigene Zone wieder zurück. Wenn das jetzt 30 Sekunden verlängert und so bleibt, oh nein, die Booyah-Bombe. Oh drei nein, Down auf der die Seite. Booyah-Bombe haben sie die Zone noch geholt. Ja, und Ende. Dadurch, dass sie die Zone geholt hatten, sie danach nur als Standard war, also ohne Zone, war das jetzt Ende. Und ja, sich und das Wort jetzt tatsächlich den fünften Sieg und den Matchpoint holt. Ja. Okay, Interview meinst du? Ja.
Achso, ja, ich rede gerade mit mir selbst, schön. So, wir haben gerade von der Regie bekannt gegeben bekommen, dass Star Squad kein Interview haben möchte. Also wird es dementsprechend dann hier jetzt direkt enden. Also nicht für uns, wir werden vermutlich noch ein Raid starten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also für all jene, die dann gerne noch dabei bleiben wollen und den Geraden unterstützen wollen, nur zu. Und ansonsten heißt es dann, für heute ist dann wieder Schluss hier. Und ja, gibt dann wieder mehr Action beim nächsten Mal. Genau. Noch irgendwelche abschließenden Worte? Eigentlich jetzt nicht so. Ich bedanke mich natürlich, dass ich hier dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wer weiß, vielleicht hört man sich demnächst ja wieder. Ja gut, dann ansonsten noch Glückwunsch an Star Squad für das knappe 5:4. Und ja, Legend of Splatoon hat sich definitiv sehr gut geschlagen. Da kann man nicht meckern. Waren auf jeden Fall sehr, sehr spannende Matches. Also dann, wir verabschieden uns. An allen noch schönen Abend.